Comedians auf der Bühne oder im Fernsehen wirken, wenn sie gut sind, unglaublich schlagfertig und witzig und geistreich und überhaupt. Ein bisschen auf menschliches Normalmaß schrumpfen sie aber, wenn man sich klar macht, dass sie sich nicht jeden Gag selbst ausgedacht haben. Ganz im Gegenteil, so manche leichten Pointen hat ein anderer Profi vielleicht gebastelt und daran viele Stunden herumgeschraubt, so ein Profi wie du beispielsweise, Markus Barth. Hallo, guten Tag, ja, das stimmt. Du warst Gagschreiber, bist es immer noch, bist jetzt aber auch noch eine Stufe in Anführungszeichen aufgestiegen. Kann man das sagen? Stehst du jetzt auch selber auf der Bühne oder ist es für dich gar kein Aufstieg, sondern einfach nur die andere Facette desselben Berufs? Es ist eine andere Facette. Es ist für mich allerdings insofern ein Aufstieg persönlich gesehen, weil ich das halt einfach schon sehr lang und immer machen wollte und jetzt dann einfach mache seit 5, 6 Jahren. Insofern für mich ist es ein Aufstieg, ja. Du bist 36 Jahre alt, kommst eigentlich aus Bayern, lebst schon lange, lange in Köln und bist, um das mal vorneweg zu sagen, mit dem anderen Bart, der vielleicht noch eine Idee prominenter ist, nicht verwandt, nicht verschwägert und damit ist das Thema jetzt auch vom Tisch hier im Interview und in unserer Gesprächsreihe Smalltalk, die es hier auf YouTube gibt. Markus, du hast in deiner Branche unterschiedliche Rollen kennengelernt. Als Gag-Autor hast du für viele erfolgreiche Fernsehformate gearbeitet, wie die Wochenshow, wie Sechserpack oder Was guckst du? Du hast aber auch Bühnenprogramme geschrieben, mit denen beispielsweise Comedians wie Mirja Bös auf Tour gehen. Und mittlerweile stehst du halt selbst im Rampenlicht und genießt dabei auch die Freiheit, selbst bestimmen zu können, was du zum Gag machst. Warum hast du diesen Schritt gemacht, also selber auf die Bühne zu gehen, deine Gags selber zu präsentieren? Ich glaube, es war damals tatsächlich ein bisschen der Auslöser. Ich habe da viel Sitcom-Arbeit gemacht und das heißt, man schreibt also Drehbücher. Und das ist eine sehr langwierige Arbeit. Das heißt, man sitzt da teilweise, man schreibt ein Drehbuch, man überarbeitet das unzählige Male. Und wenn man viel Glück hat, wird nach 1,5 Jahren später oder 2 Jahren das Ganze auch mal ausgestrahlt. Und dann guckt man irgendwie ganz gebannt am nächsten Tag auf die Quote. So, das ist ein sehr langwieriger Prozess. Und ich wollte tatsächlich schon immer, Stand-up hat mich schon immer gereizt. Das finde ich einfach immer wieder für mich so das Größte. Und das ist halt eine sehr direkte Kunstform einfach. Morgens einen Gag schreiben, abends auf die Bühne bringen, direkt das Feedback bekommen. Da weißt du einfach, wo du dran bist. So, das finde ich teilweise einfach ein bisschen befriedigender. Solche Dinge wie Eitelkeit zum Beispiel spielten keine Rolle. Also mal selber da stehen, selber die Gags bringen und vielleicht sogar besser bringen als diese sogenannten Profis, für die man da ständig arbeitet. Nee, das wird man natürlich oft gefragt, aber das ist tatsächlich nicht. Also da hatte ich aber auch einfach großes Glück. Wie gesagt, ich habe anfangs für die Wochenshow geschrieben oder für Ladykracher. Und wenn die eigenen Texte dann von Bastian Pastewka oder von Anke Engelke gespielt werden, da habe ich nicht den Drang, es besser zu machen, wirklich, weil ich weiß, das wird nichts. Also auch überhaupt kein Frust oder sowas, dass ich mir dachte, das kann ich besser und jetzt mache ich es mal richtig oder so. Überhaupt nicht. Es ist einfach nur, dass ich was anderes machen wollte. Und auch wenn ich für mehr ja Stand-up geschrieben habe, ist das ja was völlig anderes, als ich jetzt auf der Bühne mache und auch was ich sonst bisher gemacht habe. Und deswegen hat sich das überhaupt nicht überschnitten. Es war einfach nur damals der Eindruck von mir, es gibt einfach ein paar Sachen, die nirgendwo anders hinpassen und die ich aber trotzdem sehr lustig finde und die möchte ich gerne machen. So. Wie haben denn die anderen Comedians, für die du damals gearbeitet hast, auf diesen Wechsel von dir reagiert? Also eher belustigt oder amüsiert oder aufbauend oder sowas wie, ach Markus, bleib doch lieber bei deinen Leisten, Schuster. Also so direkt gesagt hat es niemand. Ich glaube so, man muss es einfach mal sagen, die ersten Auftritte sind nicht immer Gold. Ja. Also da ist auch echt viel Scheiß dabei. Da gibt es dann schon so Momente, wo du auch Leute eingeladen hast, auch Freunde teilweise, und die dann deine ersten Shows sehen und sich danach so ein bisschen bemüht anlächeln, wie irgendwie den Viertklässler nach einem Flötenkonzert. Irgendwie so, ja, da war schon viel Schönes dabei. Da muss man dann erstmal durch. Also es ist auch sowohl von anderen Comedians als auch von anderen Autoren irgendwie, dass man schon merkt so, ah, jetzt macht der Bart also das auch noch, ob das eine gute Idee ist. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, sehr freundliche Reaktionen und es sind halt auch immer wieder Leute mit dabei, die einen dann unterstützen und sagen, mach mal schön weiter. Und gerade beim Stand-up ist es halt so, da ist der Instant-Erfolg, glaube ich, doch eher selten. Also es ist echt eine langwierige Arbeit und ich habe mich gerade wieder mit einem Kollegen drüber unterhalten, der gesagt hat, alle schwärmen immer so von den frühen Stand-ups von Louis C.K. oder sowas und was dann die Leute vergessen ist, dass bevor er überhaupt irgendwas im Fernsehen hatte, schon einfach 5 oder 10 Jahre oder noch länger daran rumprobiert hat, ja. Und man muss einfach ein bisschen dranbleiben und arbeiten und wie gesagt, gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, schön. Und aber eben auch andere, die einen dann unterstützen und an die sollte man sich halten, denke ich.
Du bist geboren in Bamberg, in Zeil aufgewachsen, in einer kleinen Stadt in Unterfranken. In der Schule hast du Schülertheater gespielt, du hast Sketche gemacht, du hast die Abiturrede sogar gehalten. Und auf den Mund gefallen warst du damals wohl nicht. Warst du ein lustiges Kind damals? Ich weiß nicht, also ich glaube tatsächlich so Klassenclowns gab es bessere als mich. Das war ich glaube ich nicht. Es ist bei mir schon auch immer noch so, dass ich gerne über die Dinge, die ich mache, erstmal nachdenke. So, ich wäre glaube ich auch in einer Impro-Comedy-Show komplett falsch aufgehoben, weil das ist nicht meine Welt, das können andere tausendmal besser als ich. Bei mir kommt halt immer erstmal alles über den Text. So, und den überlege ich mir erstmal gut und gründlich und dann kommt die Bühne und dann probiere ich aus und dann wird nochmal der Text geändert und dann wird wieder ausprobiert und wieder der Text geändert. Und das war schon früher so, glaube ich. Also ich habe über die Dinge erstmal immer nachgedacht, lange nachgedacht. Der große Zwischenrufer in der Klasse war ich, glaube ich, nicht. Aber ich habe einfach gerne geschauspielt tatsächlich und bin gerne auf die Bühne gegangen. So, das habe ich dann schon gemacht. Und dann auch tatsächlich immer die lustigen Rollen. Also ich glaube, mein Lehrer damals im Schultheater hat auch mal probiert, mich für irgendwas Ernstes zu besetzen. Aber das war, das geht nicht, glaube ich. Du hast es ja dann auch erstmal ernsthaft versucht. Du hast studiert, du hast Theaterwissenschaften studiert. Hat dir das für deinen Beruf eine theoretische Unterfütterung gegeben? Dich besser gemacht als Comedian? Nee, das hat mir eher gezeigt, was ich nicht wollte tatsächlich. Also das war aber auch von mir ein totaler Fehler, weil ich kam halt wirklich vom Schultheater. Und dann war das Beste, was mir einfiel, Theaterwissenschaft zu studieren. Tatsache war, dass ich vom Theaterwesen null Ahnung hatte, und bis heute habe. Also ich habe dann in München angefangen und alle fragen mich natürlich gleich, oh, hast du die und die Inszenierung von dem und dem gesehen und warst du in den Kammerspielen und warst du hier? Und ich musste immer sagen, nee. Und dann bin ich mal hingegangen und habe gemerkt, ah Mist, das interessiert mich immer noch nicht. Und dann macht man sich natürlich ein paar Gedanken irgendwie. Dann habe ich den Schwerpunkt verlagert auf Theaterpädagogik, weil ich das tatsächlich sehr interessant fand. Hatte dann auch eine eigene Schülertheatergruppe dann da und habe die betreut. Das war super, das hat mir einen Riesenspaß gemacht. Aber dann kam dann kam einfach das Angebot für die Wochenshow zu schreiben. Und das hat mich dann doch noch wesentlich mehr gereizt. Du warst ein glühender Fan der Wochenshow auf Sat.1 von 1996 bis 2002. 228 Folgen liefen da. Eine kurze Neuauflage mit 8 Folgen gab es dann nochmal 2011. Und dann gab es vor allem eine Kleinanzeige. Und über diese Kleinanzeige bist du dann Comedian geworden oder im ersten Schritt dann Gag-Autor. Das stimmt, genau. Ich habe die tatsächlich als Student selber gerne geguckt. Das war dann noch die Zeit mit Bastian Pastewka, Anke Engelke, Markus Merebro-Fittlich und Ingolf Lück. Und dann war ich irgendwann mal auf deren Homepage und habe gesehen, sie veranstalten so ein Seminar, Gag Academy hieß das, und da sollen Autoren ausgebildet werden. Und da habe ich mich dann einfach beworben und habe dann irgendwie wilde Sketche geschrieben und da hingeschickt. Und dann wurde ich nach Köln eingeladen und das ging dann über 2 oder 3 Tage hier in Köln. Und ich habe mir ehrlich gesagt nichts groß dabei gedacht. Also bin dann wieder nach Hause und dann hat man mich aber angerufen und gefragt, ob ich nicht mal für 2 Wochen schreiben will. Und auch das habe ich dann gemacht. Was lernt man denn auf einer Gag-Schule? Lernt man dann witzig zu sein? Naja, ich glaube, man muss das ein bisschen relativieren. Das war nur zum Teil, um wirklich da was zu lernen. Zum Teil war es, glaube ich, schon auch für die, um mal zu sehen, wen könnten wir denn als Autoren anheuern. Weil die Wochenshow damals auch einfach Autoren gebraucht hat. Und ich glaube, die wollten da schon so ein bisschen von der Firma auch ausgucken, was können wir denn da. Taugt da irgendjemand? Aber damals war zum Beispiel einer der Gastredner, Ralf Husmann, Stromberg-Autor und nicht nur das, hat ja auch Bücher geschrieben mittlerweile. Der hat dann tatsächlich, weil der sich schon immer sehr intensiv und auch sehr theoretisch mit dem Ganzen beschäftigt hat, uns ein paar theoretische Ansätze vorgestellt, hat uns dann aber auch einfach mal Sketche schreiben lassen zu vorgegebenen Themen und auch mit Zeitdruck, weil das natürlich auch mal was Neues ist. Und gerade als Gag-Autor jetzt bei so einem Format wie der Wochenshow hat man einfach immer Zeitdruck. Und das ist schon mal ganz lustig, mal ganz spannend, mal auf Kommando witzig zu sein, weil das war natürlich was wir alle nicht kannten, die damals mitgemacht haben. Wenn man als Nicht-Profi, also als normaler Konsument, als Fernsehzuschauer oder als Zuschauer eines Bühnenprogramms beurteilen muss, ob was lustig ist oder nicht, dann beurteilt man das ja daran, ob man lacht, ob etwas irgendwie komisch ist. Du hast da wahrscheinlich einen ganz anderen Blick drauf und kannst auch viel genauer beschreiben, was komisch ist. Was macht das aus, einen guten Gag? Nee, ehrlich gesagt, ich habe da gar keinen anderen Blick drauf. Es ist immer noch so, wenn ich einen Text schreibe, also ich habe jetzt mittlerweile auch selber Bücher geschrieben und wenn ich dann einen Text durchlese und auch nach dem 10. Mal durchlese, irgendwie noch sowas Ähnliches wie kichern kann, das ist ein verdammt gutes Zeichen. Wenn das nicht gelingt, wird es schwierig irgendwie. Also natürlich weiß man irgendwie, wie ein Gag aufgebaut ist mit Setup und der Pointe dann eben. Und es gibt verschiedene Gag-Prinzipien, die man verwenden kann. Und es gibt verschiedene Sketch-Prinzipien, wo man Komik herholen kann.
Aber im Grunde ist das ultimative Kriterium, ob ein Gag, ein Sketch oder was auch immer gut ist, ob ich drüber lachen kann. Und wenn ich selber als Autor es auch noch lustig finde. Und es gibt einfach Texte, sage ich ganz offen, die ich von mir selber immer noch durchlese und kichern kann irgendwie. Dann denke ich mir, das ist ein gutes Zeichen. Weil, ich sag mal so, bevor ich einen Text rausgehe, habe ich ja selber mindestens 5 bis 10 Mal darüber gelesen. Und da geht eigentlich schon viel von den ersten guten Ideen verloren. Aber wenn es dann noch funktioniert, dann stimmt was mit dem Text. Das ist ganz gut. Deswegen auch großer Fehler, zu glauben, man könnte lustige Dinge betrunken schreiben, zum Beispiel. Das redet man sich oft ein, aber dann findet man es irgendwie an dem Abend, wo man es schreibt, total lustig. Und am nächsten Abend lese ich es durch und denke mir, eieieiei. Und dann landet es halt auch im Müll. Wie läuft das denn in der Praxis ab? Also die Arbeit als Gag-Autor, ist das 9-to-5, du gehst ins Büro, da ist ein kleines Team, jeder setzt sich in die Ecke, denkt vor sich hin, man murmelt vielleicht, einer schreit dann, Horika, ich hab's, und lacht man viel zusammen, oder ist das eine ganz ernsthafte, nüchterne Angelegenheit? Wie lange dauert es, einen Gag zu schreiben? Das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Also ich fange, wenn wir mal bei der Wochenshow anfangen, da war es so, das war echt ein großer Kindergeburtstag, zumindest im Autorenzimmer. Also da war wirklich, wir haben erstmal alle unsere Zeitungen gelesen, von der Bild über die Bravo zur Süddeutschen so. Und dann wurden Themen verteilt und dann irgendwann setzt man sich halt gemeinsam hin und schreibt einen Sketch und abends ist er dann fertig und dann schmeißt man den Stell ins Headwriter-Büro und haut ab. Und dann weiß, jetzt muss sich der Headwriter drum kümmern. So, das war wirklich sehr lustig. Irgendwann war ich dann Headwriter, dann war es nicht mehr so lustig, weil dann hat man natürlich die Verantwortung. So, der Headwriter ist halt so die Schnittstelle zwischen den Autoren und den Schauspielern und dem Regisseur. Das heißt, du musst die Texte dann verkaufen an die Leute, dass sie auch spielen. Und wenn sie nicht passen, musst du sie halt ändern. Und gerade wie es bei der Wochenshow war, wo einfach jedes Wochenende eine Show war, eine Aufzeichnung war mit 46 Minuten, die mussten einfach gefüllt werden. Und wenn es nachts um 2 war, irgendwas musstest du noch schreiben halt. Und da kam dann auch nicht immer Gold raus, da kann man sich nichts vormachen. Aber es muss dann halt voll sein und so. Und dann ist schon nicht mehr ganz so lustig tatsächlich. Wenn ich jetzt irgendwie einen Text für mich selber schreibe und auf die Bühne gehe, ist natürlich auch so. Dann erstmal muss man sich aufraffen, das zu machen. Da ist das Beste, wenn man irgendwie einen konkreten Auftrag hat. Da und da spiele ich ein neues Set irgendwo. Und da muss man sich trotzdem motivieren und das ist dann auch nicht immer lustig und dauert dann auch teilweise sehr lange tatsächlich. Aber so 9-to-5, das ist, ich sag mal so, in so festen Sendungen jetzt, keine Ahnung, bei der Heute-Show oder so, da ist das so, die treffen sich um 10 und gehen um 6 nach Hause. Aber als freier Autor natürlich kann ich mir das einteilen irgendwie und wenn ich merke, okay, heute kommt nichts, dann mache ich lieber einen Rechner aus und gehe mit dem Hund raus, habe ich mehr davon. Ich habe gelesen, viele Gag-Autoren, die würden nicht bezahlt mit festem Honorar oder mit festem Gehalt, sondern wirklich dafür, dass ein Gag, den sie geschrieben haben, auch verwendet werden. Ist das so? Und wenn das so ist, wie gelassen nimmt man das dann als Gag-Autor hin, wenn das, was man sich ausgedacht hat, dann eben doch nicht verwendet wird? Dann geht es ja nicht nur um Eitelkeit, sondern auch ums Portemonnaie. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, wie gelassen man da ist, kommt auf die finanzielle Situation an, glaube ich. Also ich habe das selber nie gemacht, aber natürlich zum Beispiel Schmidt-Autoren, die für seine Eröffnungs-Stand-Up geschrieben haben, die haben einen festen Betrag pro Line bekommen, die von ihnen verwendet wurde. Das heißt, die kriegen morgens die Themen, schreiben dann 20 Gags dazu und hoffen, dass abends mindestens 3 oder 4 von ihnen genommen werden. Und wenn nicht, dann war es ein dürrer Tag halt. Das habe ich selber so nie gemacht. Ich war entweder festangestellt oder habe dann eben ja als Freiberufler Drehbuchverträge oder sonst irgendwas gehabt. Nach Gag abgeliefert, das habe ich tatsächlich nie gemacht. Als du dann das erste Mal auf der Bühne standest oder das erste Mal vor einem größeren Publikum gespielt hast, das war, glaube ich, bei Nightwash. Ja. Das war ein dankbares Publikum. Ja, das muss man wirklich sagen. Nightwash ist immer noch großartig für Newcomer. Das war damals noch wirklich im Waschsalon auf der Brüsseler Straße. Das war, glaube ich, so der erste. Und wobei, es stimmt nicht ganz. Mein erster Auftritt war in der Scheinbar in Berlin. Da waren auch wirklich nur 15 Leute, glaube ich. Das war auch schon sehr lustig, aber da hat man gemerkt, da müssen wir noch mal rangehen. Und dann habe ich es noch ein bisschen überarbeitet, dann bin ich in Köln mal aufgetreten und dann eben bei Nightwash. Und da war dann aber wirklich der Saal bumsvoll und die Leute sitzen wirklich drin und wollen Spaß haben. So, da ist auch schon das ein oder andere Bier unterwegs gewesen. Und da wirklich, da tropft der Schweiß von der Decke und es ist bumsvoll und alle sind da und wollen Spaß haben. Das war für mich toll, einfach, weil das war eine Riesenchance. Es ist wirklich so mit das Schwierigste gerade am Anfang, Bühnen, also Stage-Time, also Zeit auf der Bühne zu bekommen.
Das ist wirklich kompliziert, weil die Leute nehmen dich natürlich nur, wenn du schon irgendwas vorweisen kannst. Du kannst aber erst was vorweisen, wenn du schon irgendwo aufgetreten bist. So, und das ist echt, echt schwierig. Und da war Nightwash einfach die beste Gelegenheit. Und das hat mich sehr motiviert. Das Lustige war, dass ich dann das nachher gemerkt habe von den Reaktionen bei Nightwash, muss man dann gerne mal so 10-20% abziehen, um auf eine normale Publikumsreaktion zu kommen. Ich weiß dann noch, dann sind wir irgendwie direkt danach mal mit Nightwash irgendwo in die Pampas gefahren, haben da einen Auftritt gemacht. Und ich war überrascht, warum dieselben Witze auf einmal nicht mehr so gut funktionieren halt. Und dann merkst du halt, na okay, da musst du noch ein bisschen dran arbeiten. Und das ist halt, ja, es ist nicht jedes Publikum so dankbar wie das im Waschsalon. Es gibt auch manchmal, glaube ich, Publikum, ein Kleinkunstpublikum, gerade am Anfang hast du, glaube ich, mal gehabt mit lauter älteren Herrschaften im Saal, die dich sehr argwöhnisch beäugt haben. Und dann steht man auf der Bühne und irgendwie klappt es nicht so richtig. Ja. Angenehmes Gefühl? Nein, ganz und gar nicht. Ja, aber das passiert immer wieder. Also das macht man sich bis zuletzt was vor. Mittlerweile habe ich da so einen Ehrgeiz entwickelt. Mittlerweile stehe ich dann eher auf der Bühne und denke mir, ihr kommt schon noch. Ich kriege euch schon noch. Irgendwann klickt's. So. Am Anfang ist das die pure Panik natürlich. Du denkst dir, oh Gott, diese Witze funktionieren doch jetzt eigentlich immer. Warum jetzt heute auf einmal nicht? Und ein kleines Beispiel dafür. Ich hatte vor 3 Jahren das Bühnenprogramm Deppen mit Smartphones rausgebracht. So. Damals war wirklich so Smartphone, Facebook etc. wirklich ein Thema, wo ich sagen würde, für mich ganz weit vorne. Ich habe aber oft die Erfahrung gemacht, teilweise haben mich die Leute echt noch ein bisschen entgeistert angeguckt, worüber ich eigentlich spreche. Heute jetzt, wo ich sagen würde, komm, das Thema ist echt durch, merke ich, dass egal wo ich die, wenn ich das dann doch nochmal mache irgendwie, die Leute sich totlachen. Weil jetzt natürlich auch, und ich merke es natürlich auch die Elterngeneration, also selbst so die Leute, die so alt sind wie meine Eltern, haben jetzt ein Smartphone, kennen sich damit aus, sind vielleicht bei Facebook, haben sich einen Skype-Account eingerichtet, um mit ihren Kindern auf der Welt irgendwo zu kommunizieren. Und jetzt auf einmal verstehen es die Leute tatsächlich überall. Was ich spannend finde, weil manchmal muss man da auch ein bisschen geduldig sein, glaube ich. Ich habe mir selber auch eine Veranstaltung von dir angeschaut, saß im Publikum und hatte den Eindruck, da ist eine Entwicklung drin. Also am Anfang standst du auf der Bühne, hast erstmal geschaut, wurde es zurückbeäugt. Auf jeder Seite hat man sich beguckt, du hast deine Gags ausprobiert. Es war am Anfang ein bisschen ruhiger. Und irgendwann macht es dann Klick und es zündete und du wurdest dann auch lockerer und selbstbewusster und freudiger. Es war so eine gemeinsame Interaktion auch zwischen Publikum und zwischen dem, der auf der Bühne steht. Das heißt, du ratterst nicht nur in deinem Programm runter, sondern jeder Abend ist ein bisschen anders auch. Absolut. Also es gibt Abende, wo du nach 2 Sekunden merkst, das läuft heute. Es gibt aber auch Abende, wo du merkst, die musst du erstmal ein bisschen überzeugen. Und ich finde es echt ganz, ganz spannend, weil es gibt so Abende zum Beispiel, da gehst du auf die Bühne und die Leute klatschen noch nicht mal. wo du denkst so, okay, alles klar, ihr wollt erstmal überzeugt werden von der Begeisterung. Und dann gibt es wieder andere Abende, du gehst auf die Bühne und die Leute grölen schon. Ich mir denke, okay, was ist jetzt mit euch los? Ich habe keine Ahnung, aber halte die Stimmung. Aber es ist, wie du es auch beschreibst, es ist ein Hin und Her. Es ist eine Interaktion. Ich meine, ich gehe jetzt eigentlich nicht ins Publikum und mache kein Spielchen mit dem, wie gesagt, ich bin kein Impro-Künstler, also ich mache kein Spielchen mit dem Publikum, aber es ist eine Kommunikation, es ist eine Interaktion und natürlich merke ich, ob von den Leuten was wiederkommt. Und es gibt wirklich Publikum, die sitzen mit verschränkten Armen erstmal drin und wollen, dass du sie überzeugst. Wenn ich das schaffe, freue ich mich natürlich noch umso mehr. Man arbeitet, man muss weitermachen und natürlich werde ich auch entspannter, wenn ich merke, okay, es läuft. Aber ja, am Anfang ist es, wie du sagst, erstmal ein gegenseitiges Beäugen und mal gucken, was kann der denn? Kann der was? Hat sich der Eintritt gelohnt? Oder wurde ich nur mitgeschleppt von meiner Frau? Wo hat sie mich jetzt da wieder hingezogen? Und dann, wenn es dann auf einmal klickt und auch so Leute, das Lustige ist ja, dass man selber, wenn man auf der Bühne steht, sich eigentlich immer die Leute rauspickt, die nicht reagieren. So, man sieht ja selten wirklich die Spaß haben, sondern du siehst immer den einen, der mit verschränkten Armen da sitzt. Und du denkst dir die ganze Zeit, den kriege ich heute noch. Und das ist aber auch ein bisschen der Reiz dabei. Dass du kein Improvisationskünstler bist, habe ich an dem Abend sehr positiv zur Kenntnis genommen. Ich saß ganz unglücklich, ganz am Rand einer Reihe und dachte schon, oh Gott, strategisch ganz unklug. Das letzte Mal, dass ich an einer solchen Stelle saß, endete es damit, dass ich lange gebraucht habe, bis ich vom Künstler meinen Personalausweis zurückbekommen habe. War ich wirklich dankbar. Das fand ich damals unverzeihlich von dem Künstler, dass ich um einen Ausweis betteln musste. Gibt es umgekehrt Situationen, wo du denkst, wie die jetzt reagieren im Saal, das ist unverzeihlich, das war ein No-Go? Ist mir noch nicht passiert. Ist mir tatsächlich so noch nicht passiert, weil ich persönlich der Ansicht bin, die Leute haben ein Recht darauf,
zu reagieren, wie sie wollen. Das ist ja meiner Ansicht nach eine falsche Wahrnehmung vom Künstler, dass er sagt, jetzt klatscht gefälligst hier an dieser Stelle. Das, finde ich, sollte man sich abgewöhnen, weil es gibt einfach, und es spielen so viele Sachen mit rein, wie Publikum reagiert. Es ist tatsächlich, wie sieht der Saal aus? Wie sitzen die Leute? Wie hell ist es? Was ist auf dem Weg hierhin passiert? War irgendwie gerade Blitzeis? Haben sie keinen Parkplatz gefunden? Haben sie einen Anschiss von ihrem Chef bekommen? Das sind so viele Sachen, die da zusammen... Es kann der Ton sein. Es, manchmal wirklich, ich verwende große Zeit, obwohl wirklich mein Bühnenprogramm, das ist ja gesehen, technisch nicht aufwendig ist. Im Endeffekt habe ich ein Mikro in der Hand und rede einfach. Ich verwende trotzdem große Zeit auf Ton und Licht, weil ich das unglaublich wichtig finde, dass es angenehm klingt für die Leute und dass die Beleuchtung angenehm ist für die Leute. Und es sind so viele Sachen, die da zusammenspielen. Und dann, ich kann nur alles vorbereiten, aber wie dann das Publikum reagiert, das kann ich nicht vorhersagen. Das kann ich auch nicht bestimmen. Und die Leute haben tatsächlich dadurch, dass sie den Eintritt gezahlt haben, das Recht darauf, so zu reagieren, wie es ihnen passt. Und es gibt Abende, wie gesagt, da wird nach jedem Halbsatz geklatscht und es gibt Abende, da wird gelacht. Und dann vielleicht zweimal in der Hälfte geklatscht. Und es ist okay. Das ist das gute Recht der Leute. Und wie gesagt, ich bin halt selber so, ich mag es nicht, wenn ich in einem Programm sitze und ständig mit eingebaut werde und irgendwas machen muss und mir irgendwas einfallen lassen muss und was reinrufen muss. Und deswegen mache ich es auch nicht mit den Leuten. Bist ja auf der Bühne, finde ich, eher so der etwas ruhige Typ. Du hast ja selber beschrieben, wie viel Sorgfalt du bei den Texten dir auch machst, dass es alles gut vorbereitet ist. Du machst keinen Klamauk. Also die Leute werden, bist keiner, der nur auf einzelne Effekte hascht und schaut, dass er irgendwelche Mätzchen macht, sondern da steckt auch ein Konzept dahinter. Wie sieht dieses Konzept aus? Wie würdest du das selber beschreiben? Ich orientiere mich da sehr eigentlich an amerikanischen und englischen Stand-up tatsächlich. Und das ist für mich das, was ich immer am meisten gemocht habe, nämlich Mikro in die Hand nehmen, reden, so. Natürlich gibt es da auch unterschiedliche Facetten und es gibt auch da Leute, die Leute anschreien und Klamauk machen in dem Sinne. Ich möchte es nicht. Ich möchte wirklich pures Stand-up, weil ich das für mich einfach die tollste Kunstform finde. Das ist einfach das, was ich selber am meisten mag. Und das Konzept für mich ist tatsächlich, der Abend ist durchdacht. Also natürlich im Idealfall soll es locker flockig daherkommen, aber ich habe natürlich gibt es da einen Text dazu und natürlich überarbeite ich den sehr oft. Und es soll auch zum Schluss idealerweise die Leute mit einem Gesamtbild nach Hause gehen. Also ich möchte, dass es ein runder Abend ist, dass es rund aussieht, rund wirkt für die Leute. Und dass sie gelacht haben, dass sie vielleicht sogar was Neues erfahren haben, das fände ich schön. Im Großen und Ganzen geht es um die Unterhaltung. Ich möchte aber auch, dass die Leute auch mitdenken können, so, und mitdenken dürfen. Das ist mir echt wichtig, dass die Leute auch mitdenken. ja, und da passt Klamauk nicht rein. Aber das ist einfach auch nicht mein Wesen. Ich bin kein Clown. Von deinem vorletzten Bühnenprogramm hast du eben schon erzählt, also Deppen mit Smartphone. Da hast du dich mit der Informationsflut beschäftigt, mit dem Umgang mit Informationen in der modernen Mediengesellschaft. In deinem aktuellen Bühnenprogramm, Mitte 30 und noch nicht einmal auferstanden, geht es in etwa einem Drittel des Programms um deine eigene Homosexualität und auch um die Diskriminierung von Schwulen in unserer Gesellschaft. Warum war das für dich wichtig, denke ich mal? Es war ja wichtig, das zum Thema zu machen und damit auch eine persönliche Note einzubauen in dein Programm und nicht nur irgendwelche allgemeinen Witzchen halt zu machen. Ja, das war tatsächlich, es kam einfach nur über die persönliche, dass es mich einfach interessiert, das Thema. Im Deppen mit Smartphones gab es wirklich, glaube ich, nur eine oder zwei Lines zum Thema Schwulsein, weil es für mich einfach kein Thema war. Und jetzt aber, als ich am neuen Programm gearbeitet habe, da kam gerade zum ersten Mal so die große Diskussion über die Homo-Ehe auf und die Gleichstellung und dass es die traditionelle Ehe bedroht und so weiter. Und das hat mich dann irgendwann so geärgert, da habe ich auch am neuen Buch noch geschrieben, an meinem zweiten Buch. Und da habe ich eine Geschichte geschrieben, die hieß Homo-Ehe für Dummies, was im Endeffekt ein einziges Abfeiern von schwulen Klischees ist, unter der Prämisse, so jetzt sage ich euch mal, wie es wirklich ist. Und die habe ich dann wiederum aufgegriffen fürs Bühnenprogramm und habe dann mich zwangsläufig noch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt und habe dann auch so Sachen rausgefunden, wie zum Beispiel, dass ich ja kein Blut spenden darf. Das hatte ich schon mal so grob vorher gehört, irgendwie konnte es gar nicht glauben, habe mich dann aber nochmal erkundigt und es ist die Tatsache, ich darf ja kein Blut spenden. Und ich habe das ein paar Leuten erzählt und alle sind schier aus den Wolken gefallen. Also ich sage, das kann doch nicht sein irgendwie. Und ich habe es nochmal recherchiert und es stimmt. Und da dachte ich mir, dann mache ich auch eine Nummer drüber. Und das ist so ein Punkt, den mag ich einfach auch in dem Programm, weil ich merke immer wieder, zwei Drittel des Publikums an der Stelle völlig baff sind und es nicht glauben können. Und wo ich mir denke, ja, dann habt ihr jetzt auch noch was gelernt. Dann
tatsächlich. Aber es bleibt halt nicht dabei, sondern natürlich versuche ich dann auch, es einfach lustig zu transportieren. Und die Leute haben da Spaß dran und das finde ich auch gut. Aber ich merke, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, das wusste ich echt nicht. Und das finde ich dann schön. Also ich hatte es beispielsweise noch nicht gewusst. Du bist seit 11 Jahren mit deinem Mann, mit deinem Lebensgefährten liiert, seit etwa 7 Jahren auch in Form einer sogenannten eingetragenen Lebensgemeinschaft, die in Deutschland ja die noch nicht legalisierte Homo-Ehe ersetzt und den Liierten in etwa die gleichen Pflichten gibt wie Verheiratete, aber nicht ganz dieselben Rechte halt. Und im Bühnenprogramm thematisierst du unter anderem das, diese fehlende rechtliche Gleichstellung oder auch solche Sachen wie beispielsweise die Unmöglichkeit, Blut zu spenden, wenn man nicht lügt in dem Fragebogen, der einem vorgelegt wird. Du erzählst in deinem Bühnenprogramm auch eine Familienanekdote. Dein Bruder habe deinem Vater gebeichtet, Vegetarier zu sein und du hättest dann die allgemeine Empörung im Familienkreis dazu benutzt, um mal ganz kurz zwischendurch zu sagen, hey, ich bin übrigens schwul. Ist da ein Funken Wahrheit drin oder ist die Geschichte frei erfunden? Die Geschichte ist tatsächlich erfunden. Das kann man auch einfach mal zugeben. Das war nicht so. Mein eigentliches Coming-out war später und auch nicht so lustig. Also zumindest nicht für mich. Aber es hat sich einfach in dem Bühnenprogramm so extrem angeboten. Deswegen habe ich es damit reingebaut. Dafür ist man Stand-up-Comedian und Künstler, dass man auch was erfinden darf. Das Coming-out, die Geschichte ist tatsächlich erfunden. Du erzählst ja scheinbar persönliche Geschichten. Als jemand, der im Zuschauerraum sitzt oder sich das anschaut auf einem Bildschirm, weiß man nicht genau, welche dieser persönlichen Geschichten sind wahr, welche nicht, bei welchen gibt es eine Mischung. Das heißt, du bist immer auch ein Stück Kunstfigur und der Zuschauer muss erraten, wie viel Kunstfigur ist er gerade in dem, was er gerade macht und wie viel ist dann der wirkliche Künstler. Ja, aber das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Das ist jeder, der auf der Bühne steht. Sobald du auf die Bühne gehst, bist du eine Kunstfigur. Sobald du einen Brief schreibst, bist du eine Kunstfigur tatsächlich. Sobald du ein Interview führst, bist du auch eine Kunstfigur. Es ist was anderes. Und ja, es ist auf der Bühne ist sehr viel, sehr persönlich von mir natürlich. Also zumindest die Einstellungen, die ich da vermittle, das sind meine Einstellungen natürlich. Trotzdem hat man natürlich künstlerische Freiheit und lässt sich auch noch ein paar Sachen dazu einfallen, weil das Leben einfach nicht witzig genug ist teilweise, um es 1:1 auf die Bühne zu stellen. Ja, aber das gehört dazu. Das ist normal im Theater, im Comedy-Bereich, überall. Man erfindet da natürlich was. Nicht erfunden ist das eigene Schwulsein. Wenn du das zum Thema machst auf der Bühne, ist das dann einfach nur Unterhaltung, so ein Thema wie andere auch? Also hättest du genauso gut etwas erzählen können über deine Frühstücksrituale? Oder ist dir das für dich das auch eine Form von gesellschaftlichem Engagement? Es ist vor allem ein Thema, das mich halt betrifft und das mich befasst. So, also da muss ich kurz dazu erzählen, tatsächlich zum Thema, dass das nicht erfunden ist. Nach dem ersten oder nach Deppen mit Smartphones, nach dem Bühnenprogramm, kam es immer wieder vor, dass Leute zu mir kamen und gesagt haben, jetzt aber nochmal ernsthaft, du bist nicht wirklich schwul. Ne? Wo ich mir dachte, wie scheppig wäre das denn, wenn ich darüber Witze mache, einfach nur als Effekt. So, jetzt ist es dann einfach, wie gesagt, in dem neuen Programm befasst es mich einfach und ich kann nur über Dinge reden, die mich selber interessieren. So, ich könnte wahrscheinlich auch eine Nummer schreiben über die Euro-Krise, muss aber ehrlich sagen, dass mich das einfach nicht so interessiert. Und deswegen fände ich es auch falsch. Und ich glaube, es ist künstlich. Und die Leute merken sowas, wenn es künstlich ist. Die Leute merken, ob man wirklich Interesse für ein Thema aufbringt. Ich interessiere mich durchaus auch für viele politische Sachen. Und ich finde auch zum Beispiel die Nummer über Vegetarismus, Fleischkonsum etc., die ich geschrieben habe, halte ich für sehr politisch. Ich habe Nummern über Konsumgesellschaft und so weiter, weil das interessiert mich und das habe ich drin. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, über Themen zu sprechen, die mich nicht interessieren, weil das ist falsch und das merken die Leute sofort. Jetzt weißt du ja, dass du beides kannst. Also Gags für andere schreiben und andere präsentieren ihn dann, fühlen sich wohl damit, loben dich, es gefällt ihnen und Gags für dich selber schreiben und selber präsentieren. Wo geht's hin? Bleibst du dabei, beides gleichzeitig zu machen oder denkst du dir, na, das eine gefällt mir doch besser als das andere? Solange mir beides Spaß macht, werde ich beides weitermachen. Es ist, ja, wie soll ich sagen, also ich merke die Tendenz gerade, dass die Bühne immer mehr wird. Das ist aber einfach nur für mich daran zu erkennen, dass ich einfach immer mehr Auftritte habe und immer mehr unterwegs bin und dadurch auch immer weniger Schreiben zwischen reinpasst.
Zumindest jetzt für Fernsehformate und so weiter. Ich möchte das aber trotzdem weitermachen, wenn es Formate sind, die mir Spaß machen, an denen ich Interesse habe und was ich schön finde. Und es gibt einfach auch noch viele Fernsehsachen, wo ich denke, das reizt mich immer noch. Und das behalte ich mir auch vor. Kann mir auch gut vorstellen, wieder ein Buch zu schreiben. Und ich möchte das so halten, dass ich Spaß dran habe. Und wie gesagt, momentan würde ich sagen, sind es die Auftritte, die mich da am meisten kicken. Wenn aber wieder ein Fernsehprojekt kommt, wo ich sage, boah, da möchte ich unbedingt dabei sein, dann mache ich das auch. Wenn die Zuschauer, die Zuhörer dieses Videos dich finden oder hören wollen, deine Gags. Das eine ist halt über deine Homepage, sieht man die Auftritte, die du hast, wann du wo mit deinen Bühnenprogrammen gastierst. Wenn sie dich mal als Gag-Autor erleben wollen, was kann man im Fernsehen anschalten und hört dich dann? Momentan tatsächlich nichts, weil ich gesagt, dass ich wirklich keine Zeit dafür hätte. Ich schreibe gerade noch an einem Drehbuch, das ist aber auch noch Zukunftsmusik und würde, wenn, dann irgendwann nächstes Jahr ausgestrahlt. Da lohnt sich noch nicht mal der Hinweis. Nee, momentan, wenn man von mir was lesen, sehen will, würde ich tatsächlich eher die Bühne empfehlen oder tatsächlich meine Facebook-Seite, wo ich mich sehr bemühe, regelmäßig den Leuten was zu bieten. Oder bei YouTube einfach mal gucken, auch da stelle ich immer mal wieder Neues von Auftritten rein. Da kann man Dinge von mir erleben. Und die Links dazu stelle ich dann auch in die Textbeschreibung zu diesem Video, steht direkt in der Nähe. Ja, Markus Barth, sehr spannend. Vielen lieben Dank. Ich habe zu danken.